Hallo und herzlich willkommen zu Wundervibe Web TV. Und wir starten die neue Woche gleich mit einer dreifachen Baby-News. Franka Potente hat nun endlich bestätigt, dass sie seit 4 Monaten Mutter einer kleinen Tochter ist. Angeblich heißt sie Polly. Und die frohe Botschaft konnte sie nur so lange zurückhalten, weil sie sich vor einiger Zeit in die USA zurückgezogen hat. Baby Nummer 2 ist am Samstag zur Welt gekommen. Und zwar hat Jessica Alba eine weitere Tochter zur Welt gebracht, die da heißt Haven Garner. Baby Nummer 3 ist noch nicht auf der Welt, aber laut Hilary Duff ist sie unterwegs. Sie und ihr Mann erwarten ihr erstes Kind. Eine weniger schöne Nachricht ist die von Ryan Reynolds. Der hat gesagt, er möchte nie wieder heiraten, weil er immer noch nicht seine Ehe mit Scarlett Johansson überwunden hat. Seine neue Freundin wird es da echt schwer haben. Auch nie wieder heiraten möchte George Clooney bekanntlich. Jetzt hat er ein bisschen Problemchen mit seiner neuen Freundin Stacey Keibler. Die steht nämlich total auf seinen Kollegen und besten Freund Brad Pitt. In einem Interview hat sie gesagt, Brad Pitt ist so heiß. Finden wir auch. Für alle Singles unter euch hat Annette Louisanne einen ganz tollen Song aufgenommen, der da heißt Pärchenallergie. Echt witzig, auf fies charmante Art lästert sie über diese Bärchen-Hasi-Schnucki-Putzi-Fraktion, die durch die Straßen läuft. Und hier ist ein Ausschnitt aus ihrem neuen Video. Ich war vor langer Zeit dein Pärchen, jetzt will ich keine Pärchen sehen. Weil seitdem du von mir weg bist, mir Pärchen auf die Nerven gehen. Ich bin allergisch. Wie wir wissen, entstellt eine Schönheit ja bekanntlich nichts. Aktuelles Gegenbeispiel ist Jude Law. Seine neue Gesichtsbehaarung stört den Blick auf sein sonst so schnuckeliges Gesicht schon sehr. Wir fordern sofort rasieren, aber flott. Was ganz anderes, Mel B ist ja bekanntlich schwanger und werdende Muttis und Vatis, die wälzen ja hunderte von Namensbüchern. Mel B findet es ein bisschen zu spießig, sie mag es eher unkonventionell und fordert ihre Fans per Twitter auf, doch schöne Unisex-Namen an sie zu schicken. Sie weiß nämlich noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Den besten sucht sie sich aus und mit dieser News verabschiede ich mich bis morgen und ich schreibe mal Mel B jetzt meinen Vorschlag.